Kuronos Manga Rise of the Reborn ist vor kurzem rausgekommen. Dort gab es interessante Charaktere, die kranke Fähigkeiten drauf haben. Wie stark sind sie? Was haben die so drauf? Und wie sieht das Stärke-Ranking zwischen den Charakteren aus? Yo, was geht Leute, KingerDB ist am Start. In diesem Video werden wir Kuronos Manga Rise of the Reborn mittels Power Levels ranken. Wenn dieses Video gut ankommt und ihr fleißig liked, abonniert und kommentiert, werde ich mehr zu dem Manga machen. Da wir schon die 5000 Abonnenten erreicht haben, ist das Ziel für 2023 10.000 Abonnenten. Wenn sich das für euch gut anhört, dann macht die 150 Likes voll und guckt das Video bis zum Ende. Das ist gut für den Algorithmus. Generell könnt ihr mich supporten, wenn ihr Like, Abo und Kommentar da lasst. Vielen Dank. Power Level, Kuronos Manga, Rise of the Reborn, let's get it! Zuallererst Respekt an Kurono, dafür, dass er seinen eigenen Manga rausgebracht hat. So ziemlich jeder Anime-Fan träumt davon, einen Manga bzw. Anime rauszubringen. Dass es einer von uns geschafft hat, stimmt mich froh. Viele von uns können nicht zeichnen, deshalb scheitert schon da unser Traum von einem eigenen Manga. In diesem Fall war David Filecki für die Zeichnung im Manga verantwortlich, ein Riesenlob geht auch an ihn. Danke an Kurono, David Filecki und alle Beteiligten für Rise of the Reborn. Ich werde die Story jetzt nicht genau wiedergeben. Das Video ist also kein Ersatz für die Story. Wenn ihr den vollen Kontext haben wollt, dann holt euch den Manga. Link ist in der Beschreibung. Fangen wir direkt mit dem Hauptcharakter Kurve an. Dieser hat 4 Formen. Seine erste Form ist die eines normalen Jungen. Kurve ist am Anfang der Story ein normaler Junge, der seine Games gerne zockt. Als er auf der Mülldeponie, wo er zusammen mit seiner Schwester namens Layla nach Elektroschrott sucht, fand er einen Gameboy mit dem Spiel Chorus Quest, was nach ein paar Versuchen endlich anfing zu funktionieren. Er musste für seine Mutter namens Anita Medizin holen. Dort merkte man, dass er ziemlich athletisch ist. Er kann mühelos auf Gebäude hochklettern und sich sofort bewegen. Als eine große Explosion in der Nähe von ihrem Laden entstand, ist er schnell zurückgelaufen. Dort hat man auch gesehen, dass er sich mühelos auf Gebäuden bewegen kann. Angekommen sehen wir den Vater namens Risa, der laut Author Statements der Häuptling des Slums ist. Risa ist dabei, seine Tochter Layla vor dem König zu schützen, der sie als Sklave haben will. Der Name des Königs lautet Lord Arel Luzan. Layla ist technisch sehr begabt, so begabt, dass der König davon mitbekommen hat. Risa ist ein Muskelprotz, der seine Axt als Waffe hat. Er ist ziemlich stark und beschützt zusammen mit seinen Kameraden die Slumbewohner vor dem Monster namens Shaitan. Es wurde zwar nie direkt gesagt, aber es ist offensichtlich, dass Risa zu dem Zeitpunkt der Stärkste im Slum ist. Nun steht er vor dem König und seinen Soldaten und will seine Tochter beschützen. Er one-shottete erstmal direkt 2 Göttliche und kämpfte danach gegen die Generälin. Die Generälin konnte mit ihren Shaitan-Fähigkeiten Risa einen Arm nehmen, doch kurz danach überrumpelt er sie mit seiner Axt. Kurz bevor er ihr den Gnadenstoß gibt, wird seine Axt von der Generälin zerstört. Den König wurde das alles zu langweilig, weshalb er kurzerhand Risa mit den Ranken seines Stuhls tötete. Risa ist tot und Layla wird mitgenommen. Kurve, der das alles beobachtet, lief den König hinterher, um seine Schwester zu retten. Dort sieht man wieder wunderbar, wie athletisch Kurve ist. Als er den König mit der Doppelsichel töten wollte, benutzte der König wieder seine Ranken, jagte ein Loch in seine Brust und schmiss ihn meterweit weg. Der König ist bis jetzt der stärkste von allen. Er konnte ohne Mühe Risa, den stärksten des Slums, one-shotten und konnte sogar auf einen Hinterhalt von Kurve reagieren. Dies bedeutet, dass er auch gute seismische Fähigkeiten à la Sage-Mode drauf hat. Hier gehen nochmal dicke Props an Kurve, der an die Wache und sogar am General vorbeigekommen ist. Für den finalen Schlag ist er leider noch zu schwach. Kurve liegt im Sterben und schon werden die Shaitan von dem Blut von ihm angezogen. Doch auf einmal gab es eine große Explosion und Kurve ist wieder am Leben. Er wurde wiedergeboren. Es erschien ein kleines Monster aus dem Gameboy, der Kurve verwirrte. Er fragt sich, wer das ist. Das Monster antwortet, dass er sein Lebensretter ist. Nebenbei wischt er ein Shaitan aus, was er seinen Statboost zu verdanken hat. Auch konnte er einen Shaitan mit einem Getsuga Tenshu one-shotten, indem das Monster in die Hand von Kurve schlüpfte. Dies ist die zweite Form von Kurve. Er sollte circa auf dem Level seines Vaters sein, weil auch sein Vater Shaitan besiegen kann. Kurve ist aber wahrscheinlich in dieser Form stärker als sein Vater. Er sagte nämlich, nachdem er die Shaitan besiegt hat, dass nicht mal sein Vater so schnell die Shaitan besiegen kann. Dieses Statement genügt für mich schon, um ihn über seinen Vater zu stellen. Die Wiederbelebung, den Statboost und das Saigano Getsuga Tenshu hat er von Kuromonoshin. Bankai Kuromonoshin.
aka Kuro, ist eines der drei Eden-Artefakten, was aus einer anderen Dimension kommt, mit denen große Kriege entschieden wurden. Kuro sagte, dass er eigentlich nur von Königen und Magiern beschworen wird und dass seine Kraft nicht zu unterschätzen sei. Kuro ist so stark, wie der Anwender es zulässt. Man wird so ein Anwender, indem man seine DNA mit dem Gameboy verbindet. In dem Fall hat sich Kurves Blut mit dem Gameboy verbunden. Anhand von Kurve sieht man ja seine Fähigkeiten, die absolut krank sind. Das Coole ist, nur Kurve kann Kuro sehen. Für alle anderen ist er unsichtbar. Kuro sagte, dass seine Kraft einen gewaltigen Haken hat. Was genau er damit meint, wurde noch nicht erläutert. Kuro ist also sowas wie der Jinchuriki von Kurve. Da Kuro meinte, dass er in echt viel stärker sei, mache ich ihn zumindest stärker als Kurve. Ob er stärker als der König ist, können wir mit seinen derzeitigen Feeds nicht sagen. Da nun Kuro beschworen wurde, sagte er, dass er nicht ruht, bis er Kurve seinen Wunsch erfüllt hat, nämlich seine Schwester zu retten. Lasst uns über die Shaitan reden. Die Shaitan sind die Monster der Story. Hier war natürlich die Idee, das arabische Wort Shaitan zu nehmen, was übersetzt Teufel, Satan oder böse Geister bedeutet. Shaitan wird mit den arabischen Buchstaben Shin, Yai, To mit einem Elif, um das Ganze lang zu ziehen, und am Ende mit einem Nun geschrieben. Im Islam sind die Shaitan böse Geister, die die Menschen zu bösen Taten verleiten. Es sind uns noch keine Shaitan in Rise of the Reborn bekannt, die auch einen Namen haben, deshalb kann ich die nur als Kollektiv powerscalen. Die derzeitigen Shaitan sollten schwächer als Risa sein, aber sind stark genug, um ihn zu verletzen. Wie man ja sieht, hat Risa so einige Narben. Auch hat sich Kurve am Anfang der Story um seinen Vater gesorgt, der kurz vorher gegen die Shaitan gekämpft hat. Der Abstand der Kräfte ist aber ein bisschen größer, weil auch die Kameraden von Risa ganz gut mit den Shaitan mithalten können. Zu den Kameraden kommen wir jetzt sofort. Kurve macht sich auf den Weg nach Hause. Dort muss er mit Erschrecken feststellen, dass die Göttlichen gerade das Slum säubern. Die jungen Starken werden rekrutiert als Sklaven und die Alten und Schwachen werden getötet. Alles ist am Brennen. Auf dem Weg, seine Mutter zu beschützen, die er zurückgelassen hat, um seine Schwester zu retten, besiegte er einige random Soldaten mit seinen Sicheln. Einer der Soldaten hat Kurve für einen Bewohner der Oberstadt von Persepolis gehalten, wegen seiner unglaublichen Stärke. Fast kam er bei seiner Mutter an, doch ein Soldat war gerade dabei, sie umzubringen. Das ließ er aber nicht zu, voller Wut feuerte er eine Riesensichel ab, die den Soldat in die Hölle schickte. Hier sehen wir die dritte Form von Kurve, Demi Demon Kurve. In dieser Form verändern sich seine Pupillen und er kriegt zackige Zähne. Die Besonderheit hier war, dass die Sichel zusätzlich eine Feuerummantelung hatte. Als die Gefahr gebannt war, verwandelte er sich zurück und lief mit seiner Mutter weg. Nichts ahnend flog Shango durch die Wand, der im Kampf gegen Majid am Struggeln ist. Shango ist laut Kurve der zweitstärkste des Slums. Majid ist der Kommandant, der den Angriff auf den Slum leitet. Er konnte mit seiner Waffe Kurve verletzen, was er aber überlebte. Das Besondere an Majid ist, dass er andere kontrollieren kann. So ließ er Shango gegen seine eigenen Kameraden kämpfen, mit denen er zusammen die Shaitan bekämpft hat. Shango will die Stellung halten, damit Kurve mit seiner Mutter abhauen kann. Was ein Ehrenmann. Das taten sie auch. Als Kurve dann seine Mutter an einen sicheren Ort gelassen hatte, wollte er Shango unterstützen. Doch dann passierte was Merkwürdiges. Alles war wieder normal. Keine brennenden Häuser, Layla ist noch da und sein Vater lebt noch. Das war alles aber nur ein Genjutsu von Majid. Die Waffe von Majid enthielt ein Gift, was Illusionen hervorruft. Genjutsu ist aber nicht das richtige Wort. Kuro sagte dazu, dass er ihn in seiner Seele gefangen hielt. Im Zuge dessen war er einige Zeit in seiner Seele gefangen und musste sogar gegen Shango kämpfen, den er aber nicht verletzen wollte. Er konnte einen Berserker-Shango, der von Majid kontrolliert wurde, dank seinen Sicheln locker ausweichen. Irgendwann fand er aus der Halluzination raus, doch Majid konnte ihn mit seinen Titanketten in die Mangel nehmen. Kurve verliert langsam das Bewusstsein, aber um seine Mutter und das Slum zu retten, erwacht er. Nun verwandelt er sich komplett. Er hat zusätzlich noch einen Teufelsschwanz, Teufelsohren und Teufelsfinger bekommen. Er ähnelt Kuro immer mehr. Er hat Majid komplett zerstört. Jegliche Gegenangriffe von ihm waren komplett nutzlos. Als er ihm den Gnadenstoß geben wollte, bereitete er eine Riesensichel vor, mit der er laut Koromonoshin den ganzen Slum ausradieren könnte. Falls ihr es vergessen habt, nur der äußere Ring des Slums hat schon 20.352 Einwohner. Dass er mit der Attacke den ganzen Slum zerstören könnte, zeigt uns, wie stark Demon Kurve wirklich ist. Doch die Mutter beruhigte ihn und er zerstörte nicht den Slum. Wäre die Mutter nicht gewesen, würden wir keinen zweiten Band bekommen. Ehre an die Mutter. Demon Kurve ist definitiv stärker als sein Vater. Ob er stärker als der König ist, ist schwer zu sagen. Objektiv gesehen hat der König keine Statements oder Feeds, die ihn stärker als Demon Kurve machen. Der krasseste Feed von dem König ist, dass er Risa besiegt hat. Und der krasseste Feed bzw. Statement von Demon Kurve ist, dass er den gesamten Slum auslöschen könnte. Wenn wir das so betrachten, ist Demon Kurve nach Occam's Razor der stärkste. Für die Story würde es aber keinen Sinn ergeben, wenn Demon Kurve schon jetzt stärker als Lord Aren Lusan ist. Dann würde er im zweiten Band einfach jeden one-shotten und der Manga ist zu Ende. Ich denke also, dass der König bis jetzt immer noch stärker als Demon Kurve ist, auch wenn die Statements und Feeds dagegen sprechen.
Wir sprachen eben darüber, dass die Kräfte von Kuro einen gewaltigen Nachteil haben, den wir bis jetzt noch nicht erfahren haben. Der Nachteil ist wahrscheinlich, dass Kobe die Kraft von Kuro irgendwann nicht mehr kontrollieren kann. Mit jedem Mal, wo Kobe Kuros Kraft nutzt, steigert sich auch die Kraft, die Kobe aus Kuro beziehen kann. Beim ersten Mal war es nur die Hand, die verwandelt wurde. Und beim letzten Mal war es schon das Gesicht, die Hände und er hat Kuros Schwanz dazu bekommen. Mal schauen, wie viele Verwandlungen er durchhält, bis er sich gar nicht mehr kontrollieren kann. Man hat ja schon gesehen, dass er leicht die Kontrolle verliert, je mehr er Kuros Kraft anwendet. Kuro hat ihm aber Props dafür gegeben, dass er seine Kraft ganz gut kontrollieren kann. Die Zeichnung fand ich sehr gut. Das Double Panel mit Demon Coves Riesensichel hat mich von Hocker gehauen. Was mir am meisten gefallen hat, ist, dass es auch schwarze Charaktere im Manga gibt. Wie zum Beispiel die schwarze Frau mit ihrem Kind oder mein Liebling Shango, der zweitstärkste aus dem Slum. Ihr könnt ihn in einem beliebigen Anime-Store oder auch online Rise of the Reborn holen. Viel Spaß damit. Das Video hat sehr Spaß gemacht. Hoffentlich kriege ich nächstes Mal das Privileg, Band 2 als einer der ersten zu lesen. Dies ist mein Power Ranking für Rise of the Reborn. Wie würdet ihr die Charaktere ranken? Ist Lord Aaron Lusanne stärker als die stärkste Form von Kurve? Schreibt es in die Kommentare. Jo, das war's mit dem Video. Ich habe die Danke-Funktion jetzt freigeschaltet. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir was spenden. Euer Kommentar wird dann automatisch in den Kommentaren hervorgehoben mit dem Betrag, den ihr gespendet habt. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr für Videos sehen wollt. Lasst ein Like, Abo und einen Kommentar da, das supportet den Channel sehr. Folgt mir auf Patreon oder werdet YouTube-Mitglied, da gibt es extra Content für euch. Ihr könnt mir auch auf PayPal spenden, das supportet den Channel sehr. Tritt mein Discord bei, folgt mir auf Instagram, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Alle Links sind in der Beschreibung. Wir sehen uns. Ciao.